Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit einem kräftigen Applaus die zukünftige Taufpatin von der Ida Perla, Lena Gerke und Kapitän Boris Becker. Hallo. Lena, guten Abend. Also ich muss sagen, es ist sehr, sehr beeindruckend. Ich habe, glaube ich, gerade mal 10% von dem Schiff bis jetzt gesehen. Es gibt eine Eisbar da oben. Wir werden Sport machen. Hier kannst du ja tatsächlich alles machen. Du kannst ins Spa gehen. Ich wollte noch mal eine Massage ausprobieren. Diese Aussicht hatte ich tatsächlich auch noch nie. Das ist auch für mich was ganz Besonderes. Auch jetzt hier zu sein, das erste Mal, also die ersten Gäste tatsächlich zu sein. Man sieht, es ist alles neu, es ist alles mit so viel Liebe gemacht. Das gefällt mir schon nach dem ersten Tag. Ich habe gehört, ich war selber noch nicht da, es gibt einen Infinity Pool, wie das, was es in deiner Kabine gibt, wo es unten... In seiner Kabine? Hat sie Kabine gesagt? Gerade wenn man dieses Schiff jetzt schon länger begleitet hat und doch sehr viel Herzblut drin steckt, ja, dann ist so eine Taufe doch auch was ganz Besonderes. Da freue ich mich drauf. Kapitän Boris Becker tauft Aida Perla. Worauf freut er sich am allermeisten? Und da sagt er, und am meisten freue ich mich auf den Moment, denn bei der Taufe gibt es immer ein Bussi von der Taufpatin. Ah. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass Emma Schweiger letztes Jahr Detlef Harms niedergeschmust hat. Daran kann ich mich nicht erinnern. Deswegen bin ich auch dieses Jahr hier. Ah, okay. Ja. Letzte Mal auf der Ida Prima, da war ich dran und musste fahren. Und jetzt kommt mein Kollege Kapitän Janauschek, der muss dann die Arbeit machen an dem Abend. Ja. Also ihr beide, da lässt sich eine Home-Story draus machen. Ne? Also ganz ehrlich, das Goldene Blatt und Bild der Frau Boris Becker und Lena Gerke, das neue Traumpaar. Als Taufpatin steht dir ein kleines Käppi, was dich als Besatzung von der Ida Perla auszeichnet, natürlich zu. Die darf aber auch wieder nur der Kapitän überreichen, weil das war sein Wunsch, dir diese Mütze zu übergeben. Oh, danke. Na, und freue mich, dass ihr heute Abend, ihr beide, Lena Gerke und Kapitän Boris Becker, meine ersten Gäste waren in der ersten Ausgabe von Stefans Primetime. Vielen Dank. Dankeschön, danke dir. Gerne.